Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um mein Motovlog-Aufnahmesetup gehen oder auch RAW-Video-Aufnahmesetup. Das besprechen wir heute alles in diesem Video. Das Video wurde sich jetzt schon öfters mal gewünscht und deswegen machen wir das jetzt mal. Mal jetzt fort, doch ihr geschissenen Hurensöhne, Alter. Nämlich wurde sich das Video im Februar, März mal gewünscht. Dann habe ich ja gesagt, ich mach's. Dann habe ich aber ja gesagt, ich warte noch auf meine neue Kamera. Dann war die nicht lieferbar wegen Corona. Dann hatte ich meine neue Kamera. Dann habe ich gesagt, ich warte noch auf mein Gimbal und auf mein Objektiv. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich es irgendwie komplett verplant. Und jetzt hat mich halt wieder mal jemand gefragt, ob das Video noch kommt. Denn er wartet schon etwas länger. Und da dachte ich mir, ja komm, ich mache das jetzt wirklich mal. Denn es wird sicher den einen oder anderen auch interessieren. Nämlich werde ich darauf auch eingehen, wie ich meine RAW-Videos aufnehme, wo ich meine zweite GoPro-Perspektive hin habe, was meine zweite GoPro ist. Das werden wir alles in diesem Video besprechen. Aber ich würde sagen, dafür fahre ich kurz mal in meine Garage, haben wir es einfach etwas chilliger und dann geht's weiter. Denn ich glaube, da so langweilig im Verkehr dahin tuckern, interessiert euch eh nicht, oder? Ja. So Leute, ich habe hier jetzt mal alles aufgebaut und würde mal sagen, ich hole euch jetzt mal näher ran und dann besprechen wir mal im Genau, wie ich alles verkabelt habe, etc., mit was ich alles aufnehme. Genau, also kommt mal her. Oh, ist sie nicht sexy. Ja Leute, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Cinematic Shots. Also halt, ich blende euch einfach mal ein paar Sachen hier jetzt über meine Stimme ein, was ich damit meine. Nämlich so ruhige, geile Aufnahmen, die mache ich nämlich mit meinem Gimbal. Damit fangen wir jetzt mal an. Ich habe nämlich diesen hier. Das ist nämlich die kleine Version, denn ich habe ja hier die Sony Alpha 6000 und dafür reicht der. Den verlinke ich euch mal in der Beschreibung und würde sagen, jetzt noch ein paar Cinematic Shots. Dann hätte ich gesagt, geht's weiter zu meinen RAW-Videos, dass ihr meinen fetten, geilen Auspuff auch schön hört. Ah, fuck, das heißt, ich bin gerade gekommen. Wie ich das so aufnehme, natürlich mit meiner Hero 7 und mit diesem Audio Recorder, mit diesem hier, mit diesem Zoom H1N. Kommen wir mal kurz zu meiner zweiten GoPro-Perspektive. Die seht ihr gerade, ist scheiße. Da ist nämlich die zweite GoPro-Perspektive eigentlich. Nämlich schön beim Knieschleifen und da benutze ich einfach meine alte Hero 3 Plus und ich bin mit dir eigentlich noch immer sehr zufrieden. Ich meine, ich habe dir jetzt schon seit, puh, lasst mich lügen, ich glaube 7 Jahre. Ich habe mir die gekauft, die sie damals nagelneu rauskam. Die hat mich damals noch 600 Euro gekostet. Genau, bevor wir jetzt zu meinem Motovlog Setup kommen, hätte ich gesagt, wir kommen noch zu meinem Setup für Instagram, wie ich meine Fotos mache. So Leute, das ist normal. Mein Fotosetup ist nicht groß, nicht teuer, nicht ziemlich teuer. Ich meine, das Setup hier kostet jetzt, lass mich lügen, ich glaube, ich habe 600 oder 650 Euro dafür bezahlt. Das ist die Sony Alpha 6000 und ein Sigma 30mm 1.4. Ist eine APS-C Kamera und ich bin nächstes Jahr am überlegen, ob ich eine auf eine Vollformat wechsle. Denn ich habe da einfach viel mehr Möglichkeiten dann. Aber ich finde, das Objektiv ist einfach das Geilste, was man sich für die A6000 holen kann. Und ich würde mal sagen, so als Hobbyfotograf reicht die auf jeden Fall. Nur ich will mich auch weiterentwickeln, ihr wisst. Genau. So Leute, ich setze jetzt den Helm ab. Dann erkläre ich euch mein Motoflex Setup. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal für den Sound. Ich habe leider noch kein externes Mic. Deswegen, I am sorry. So Leute, mein Motoflex Setup besteht aus einer Hero 7 Black. Die habe ich hier noch gar nicht mal so lange, ich glaube seit Februar oder so. Dann GoPro Adapter und einem Speedlink Steckmikrofon. Steckmikrofon verlinke ich euch einfach. Ich bin mit dem sehr zufrieden. Ich benutze das ja schon seit 2016, seitdem ich YouTube mache. Und muss sagen, einfach geil. Das Mikrofon kostet 7 Euro und einfach geil. Dann komplett normale Hero 7. Kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich benutze halt normalerweise, Achtung, noch einen ND-Filter. Nur halt hier rennen nicht.
Den machen wir dann auch wieder ab. Die verlinke ich euch auch einfach mal. Ich bin einfach so überzeugt von den Dingern. Ich finde die Videoqualität einfach so viel geiler. Dann, was ich auch noch an meinem Helm habe, ich hoffe mal, ihr seht es, ist ein Sena 10C Pro. Das habe ich mir damals in Aktion gekauft, bevor das Evo, ich glaube Evo, oder? Rauskam. Genau, da habe ich bezahlt 300 Euro. Finde ich auch extrem geil. Ich habe mir das eigentlich gekauft, um mit Leuten zu quatschen. Aber ja, habe ich bis jetzt, glaube ich, erst zweimal oder dreimal benutzt. Aber zur Mucke hören ist das Ding auch einfach sexy. Ich habe hier den halt einfach mit Heißkleber festgemacht. Ich blende euch wahrscheinlich eh noch Detailshots ein. Und das sind alles Aluwinkel. Das heißt, da kann nichts mehr abbrechen. Denn ich hatte das so oft mit dem scheiß China-Klumpert, hatte ich einfach keinen Bock mehr. Genau, ich verlinke euch einfach mal alles in der Videobeschreibung, falls jemand das nachbauen will. Das GoPro-Mikrofon, ich hoffe, ihr seht es, ist hier drinnen. So Leute, das war's mit meinem Motovlog, Raw-Video, Fotografie, Instagram-Setup-Video, wie ihr es nennen wollt. Und ja, wurde sich halt öfters mal gewünscht und ich habe es auch schon länger versprochen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach mal. Denn ich glaube, wenn ich mir sowas wünschen würde, würde es mich richtig abfacken, wenn das so lange dauert. Aber ja, ich habe es einfach komplett verplant. So, I'm sorry, Bros. Und ich würde sagen, mit diesem Ausblick verabschiede ich mich heute für dieses Video. Ich hoffe mal, das Video ist relativ kurz geworden, denn ich wollte das Video eigentlich nur so 3-4 Minuten lang halten. Kurzes Setup-Video, genau. Ich hätte natürlich jetzt stundenlang auch labern können über GoPro-Einstellungen oder so, dies, das. Nur das ist halt auch wieder die Frage, fahrt ihr bei Sonne oder nicht, oder ja, komm, ihr wisst's. Aber ich hätte mal gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ride safe, passt ihm auf, bald gibt's Videos mit der geilen CBR. Und ja, Leute, haut rein, peace.